Hi, in diesem Video werden wir einmal versuchen, hier dieses VFD anzusteuern. Einige Leute sagen natürlich auch zum VFD-Display, was auch nicht so ganz korrekt ist. Das würde sonst heißen Vakuum-Fluoreszenz-Display. Aber sei es drum, bei SMS sagt man ja auch SMS und nicht SM oder so. Und ist ja ein bisschen blöd, wenn man was schickt und das heißt dann Smart Message Service oder so. Was ja auch nicht stimmt. Man schickt ja was ohne Service. Naja, sei es drum. So, das Besondere an dem Display ist, dass das schon ein bisschen älter ist. Das hier ist jetzt ein Futaba-Display. Wie man hier auch sieht. Futaba Corporation und ja, hier muss man schon ein bisschen aufpassen, könnte sein, dass hier auch 100 Volt generiert werden, weil hier eine höhere Spannung nötig ist, damit die Elektronen das Fliegen lernen, aber nur mal ein bisschen was nebensächlich, deswegen gibt es dann hier auch, das hier dürfte dann halt der Step-Up-Wandler sein, der das dann halt schafft. Wir haben hier zwei Anschlüsse, einmal hier diesen CN1 und dann einmal diesen fetten CN2. Und das Besondere an diesem Display ist, dass es keine serielle Schnittstelle hat. Kein SPI, I2C, UART, was man sich da so vorstellen könnte oder so. Und auch keinen herkömmlichen Display-Anschluss, wo man dann halt einige Steuersignale hat und dann halt noch Datensignale oder Leitungen, sondern hier das Besondere ist, dass man hier Adressleitung und Datenleitung und Steuerleitung hat. Aber das sollten wir uns gleich mal in einem Datenblatt anschauen. Ja, ich finde persönlich diese Displays natürlich schon irgendwo recht schön, weil die schon irgendwo besonders sind. Haben auch ein paar Vorteile gegenüber einem normalen LCD. Aber ja, ich denke mal, die könnten auf jeden Fall von der Optik bzw. von diesen Besonderheiten, die die so hat und was sie auch jetzt so besonders macht, ein bisschen von OLED abgehängt irgendwo, denke ich mal, werden, dass man da auch dann solche ähnlichen Vorteile hat und dann vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Ja, dieses Display ist halt schon gebraucht, deswegen wahrscheinlich werden wir das auch dann sehen. Wenn ich hier so ein bisschen drauf gucke auf die Pixel, dann sehe ich auch hier schon etwas. Sicherlich eine Abnutzung, denn auch diese Displays nutzen sich halt auch ab. Und da brennen die Pixel auch irgendwo ein. Aber das schauen wir uns dann nochmal später an. Braucht man sich dann halt nur nicht zu wundern, weswegen das so ist. Und ja, ansonsten, ja, wie gesagt, ich habe die halt beziehungsweise dieses hier dann gebraucht bekommen. Die sind ansonsten teilweise schweineteuer, leider Gottes. Aber ja, deswegen schauen wir doch mal und fangen mal mit dem Datenblatt an. Wenn wir hier mal ein bisschen rauszoomen und ich glaube, so könnte das schon gehen. Gut, dann hier hätten wir auch schon mal das Datenblatt. Ja, geht so? Ich hoffe doch mal. Naja, gut. Das hat beim letzten Mal relativ gut geklappt und ich hoffe diesmal halt auch. Ja, und wir sehen halt, dass es sich hier um das GP106-1002B handelt. Laut Datenblatt, aber auch hier steht es drauf, GP106-1002. Hier jetzt ohne den B, ja gut, soll uns erstmal so nicht stören. Gut, dann sehen wir hier auch, dass das ein 256x64 Pixel Display ist. Halt ein Graphic Display Modul. Die paar Vorteile. Hier kann man vielleicht auch mal ein bisschen rauszoomen, das nervt sonst ein bisschen. Gut, hier eine kleine Übersicht, Inhaltsverzeichnis, hier die Features, High Luminance, Permitted by the Triple Anode Matrix Driving System und. Driven through a simple interface, High Speed 8-Bit Data Write-In Capability
Und man kann hier auch die Helligkeit per Software verändern, was ja auch relativ schön ist. Gut, gut, gut. Ja, hier ein paar Spezifikationen. Scheinbar hier, wie groß es ist. Wiegt 370 Gramm, so ungefähr, das Modul. Ja, hier dann nochmal irgendwie die Größe von dem eigentlichen Display. Hier, wie viele Punkte es hat. Größen. Und die Farbe ist hier grün und liegt bei so ungefähr 505 Nanometer. Ah ja, und hier auch eine schöne Note. By using a filter, uniform color ranging from blue to orange, including white, can be obtained. Ja, das heißt, man kann da halt mit einer Folie, also mit solchen Filtern, noch ein bisschen die Farbe verändern und sogar das Weiß machen. Leider habe ich keine Folien da, wäre mal nett, das auszuprobieren. Ja, und hier dann halt ein paar Conditions von dem Ding. Das kann arbeiten von 0 bis 50 Grad, gelagert werden von minus 20 bis 70 Grad, Luftfeuchtigkeit 20 bis 85% im Betrieb, ansonsten bis 90%. Wenn man es nur lagert, hier irgendwie Vibration und Schock irgendwas Resistenz, bis wie viel geht. Avoid operations and or storage in moist environmental conditions. Ja, kann man hier von ausgehen auch von der Luftfeuchtigkeit, dass das nicht allzu hoch sein sollte, sonst gammelt der ganze Quatsch. Das ist ein bisschen lustig. Absolute Maximum Ratings. Irgendwie Supply Voltage minus 0,4 bis 7 Volt und Input Signal Voltage minus 0,4 bis 5,5 Volt. Ja, und dann Recommended Operation Conditions. Da sagen die Supply Voltage von mindestens 4,5 bis maximal 5,5 Volt und typischerweise 5 Volt. Ja, und dann haben wir hier natürlich die High- und Low-Level-Input-Voltage. Da sagen die High-Level 2 Volt bis 5,25 Volt. Das heißt, man könnte da auch einen zum Beispiel 3,3 Volt-Controller anschließen. Wenn er dann ein High-Signal ausgeben würde, was bei 3,3 Volt liegt, dann wäre das hier im Range, so dass die 3,3 Volt, weil sie über den 2 Volt hier liegen, als High-Pegel oder auch als logische 1 interpretiert werden. Und ja, alles, was kleiner gleich 0,8 Volt ist, das wird dann als logische 0 interpretiert. Der einzige, ja, Nachteil könnte halt sein, man kann in dieses Display nicht nur Daten reinschreiben, sondern auch auslesen. Und wenn die Pins dann sicherlich 5 Volt haben, weil das Modul ja mit 5 Volt hier gespeist wird, dann sollte man achten, wenn man hier einen 3,3 Volt Mikrocontroller nimmt, dass die Pins, wo die Datenleitungen dran sind, halt 5 Volt tolerant mindestens sind. Oder halt ansonsten irgendwie eine Schaltung machen, so dass einem der Mikrocontroller eventuell nicht durchbrennt. Ja, hier muss man halt beachten, dass das Ding typischerweise 2,1 Ampere nimmt bis maximal 2,5 Ampere, dementsprechend 10,5 Watt. Ist natürlich schon nicht ohne. Wir haben da halt auch einen Heizdraht, der möchte natürlich auch beheizt werden. Ja, hier irgendwie Luminance, wie hell das wohl ist. Ja, hier sieht man auch Current, den das Ding braucht, Input Current. 10 Mikroampere oder minus 0,6 Milliampere. Halt beim Low Level und beim High Level ist der Output mindestens 2,4 Volt und L Level Output maximal bei 0,4 Volt. Boah, das sind so elektrischen Sachen. Hier steht halt noch etwas, dass beim Einschalten wohl ungefähr fünfmal höher der Strom sein kann wie angegeben. Und hier sieht man halt die Grundfunktion. Write in, read out, page select, luminance adjustment display. Und hier hat man halt dann die Adressen für write in bzw. auch für read out.
kann man dann halt hier wirklich komplett durch die Adressen halt gehen von 0 bis 7FF. Und hier steht dann halt auch, wie das halt sein muss. Zum Beispiel, wenn man reinlesen möchte, also ich meine natürlich reinschreiben möchte, dann muss dieses Read, warte mal, stimmt denn das? Write in, ne Quatsch, hier. WR, Write in, muss dann natürlich auf Low sein, weil das hier ein invertiertes Signal ist, so auch wie MerQ und CS. CS sollte irgendwie dann Chip Select sein, WR Write In, RD Read Out, was MerQ ist, ja, gute Frage. Kann ich gerade nicht sagen. Naja, und dementsprechend dann halt für Read Out. Oh, da ist mir aus Versehen ein bisschen gesprungen. Eine Seite zurück. Da wollen wir noch nicht hin. Ja, und dementsprechend für Read Out muss dann halt Read auf Low sein, wegen der invertierten Logik, und dafür Write auf High. Ja, hier Page Select sieht man halt auch, wie man das hier machen muss. Dann muss man halt beachten, dass man hier im Adressbereich 1000 ist. Ist halt ein bisschen komisch, dass sie hier eine Range angeben. Eigentlich Page Select braucht keine Range zu haben. Wahrscheinlich ist das dann egal, was für eine Adresse man wählt. Entscheidend dürfte dann dieses N plus 1 sein, beziehungsweise 1. Das ist auch nochmal so ein Spezialfall, da das Datenblatt scheinbar für einen Prozessor irgendwie geschrieben zu sein scheint. Irgendwie ein C80 Prozessor oder irgendwie sowas. Ja, und wenn man dann halt hier die Helligkeit justieren möchte, dann muss man dann halt hier in der Adresse 800 sein. Natürlich alles Hexadezimalwerte. Und ja, wenn man halt displayen möchte, also anzeigen möchte, muss man einfach dieses CS auf High setzen. Dann hat man nicht mehr den Chip Select aktiv und das Display zeigt dann halt was an. Ja, und hier dann noch die Sachen aufgeführt, die wir in der Tabelle hatten. Data Write In nochmal geschrieben. Und hier sieht man auch, H ist on, also Light ist on, und L ist Light off für die Datenbits. Und hier gibt es dann auch noch Figure 1 in Figure 2, die wir gleich noch sehen werden. Das gleiche gilt dann auch für Data Read Out. Ja, und hier sieht man halt den Bereich vom Display. Und hier muss man ein bisschen aufpassen, wenn man halt das Display nehmen würde. Jetzt hier so. Das hier wäre dann halt das Display. Dann sehen wir hier die 256 Punkte. Das heißt, das wäre das hier, auch wenn das hier jetzt schmaler ist. Und 64 Punkte hoch, das wären diese 64 Punkte hier. Hier 64 Punkte, hier die 256 Punkte. Und die hier sind so schmal, aber die sind hier dann halt im Datenblatt als ziemlich breit dargestellt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Würde also heißen, hier oben hätten wir die Adresse 0, dann 1, 2, 3, 4 und so weiter und so fort. Und für jede Adresse können wir natürlich dann unsere 8-Bit-Informationen reinschreiben, von D7 bis D0. Ja, gut. Und dann haben die hier auch noch ein Beispiel. Da wären wir jetzt zum Beispiel an der Adresse 0, 8, 10, 18, 20 und 28. Und wenn man dann mal hier reinguckt, dann wären wir halt hier 0, 8, 10, 0, 8, 10. So wie hier auch 0, 8, 10. Und dann geht es ja halt noch weiter. 18, 20, 28. Und wir sehen dann hier wirklich nur diese 8 Pixel hoch, weil diese eine Adresse hat halt diese 8 Pixel. Und diese 8 Pixel, die können wir mit Daten beschreiben. Und in dem Fall wäre jetzt zum Beispiel an der Adresse hier 0, würden wir dann halt die Daten F8 als Hexadezimalwert reinschreiben. Und das würde dann dem Wert 11111000 entsprechen. Und das können wir hier auch mal kurz gucken. So öffne ich mal kurz hier den Rechner
muss hier mal kurz auf Programmierer gehen. Gehe hier einfach mal auf Hexadezimal und gebe hier den Wert F8 einfach mal ein. F8 und dann sehen wir hier binär ist das halt tatsächlich die 11111000, so wie man es gesagt hat und wie man es halt dann hier natürlich auch nochmal sieht. 11111000. Das wären dann halt die Werte und das wäre der Anfang von dem Buchstaben A. Ja, und dann dementsprechend die anderen Sachen, die müssen man dann halt mit den anderen Werten, also hier zum Beispiel 24, 22, 24 und nochmal F8 beschreiben, so dass man dann halt schon mal den einen Buchstaben A hätte. Gut, das war dieses Beispiel. Ja, hier geben die dann noch an, wie man hier eine Display auswählen kann. Scheinbar wird hier Displaying Page ausgewählt und auch direkt ausgewählt, für welche man schreiben, lesen kann. Ich gehe mal davon aus, dass über D0, D1, D2, D3 beides gleichzeitig gemacht werden kann. Also sprich Page 0 für die Anzeige, als auch für die Schreib-Lese-Operation ausgewählt werden kann. Beziehungsweise ist dann halt abhängig natürlich, was man hier wählt. Es müsste halt dann möglich sein, natürlich Displaying Page 0 zu haben und Read-Write Allowed for Page 3 zum Beispiel. Ja, das heißt, wir haben hier auch schon mal 4 Seiten. Gut, hier wird beschrieben, wie man die Helligkeit einstellt. Also neben der Tabelle natürlich, um dann halt schon mal die Werte irgendwie zu schreiben und neben der Adresse, die man braucht. Hier wäre es dann zum Beispiel 1800, Hexadezimal wäre die Adresse für die Helligkeit zum Einstellen. Oh, ja, da sind wir wieder eins zu weit gesprungen. Dann können wir dann halt hier die ganzen Helligkeitswerte einstellen von 0 bis 100%. Und hier ist dann auch beschrieben, wie viel Prozent man dann jeweils hat und welches der 4 Datenbits man wie schalten quasi muss. Das heißt, wenn alles auf 0 ist, D0 bis D3, dann ist das Display von der Helligkeit bei 0, also aus. Und wenn alles auf High, also 1 steht, von D0 bis D3, dann haben wir die maximale Helligkeit. Und die anderen Prozente, die sieht man ja. Gut, an der Stelle möchte ich jetzt erstmal dieses Video beenden, da wir schon zeitlich gut vorwärts geschritten sind. Und im nächsten Video geht es dann weiter.